Wenn ihr euch ein kleines weiteres Nebeneinkommen aufbauen wollt, dann ist das heutige Video etwas für euch. Heute möchte ich mit euch nicht über große Geschäftsmodelle sprechen, die man skalieren kann auf viele 10.000 Euro pro Monat. Oder ich möchte mit euch nicht über Methoden sprechen, die extrem komplex sind, wo man Mitarbeiter braucht, wo man komplexe Strategien anwenden muss, sondern nein, heute mal etwas wirklich, wirklich Simples. Ich möchte euch heute in diesem Video 5 unterschiedliche Methoden zeigen, die ihr nutzen könnt, um nebenbei zumindest 500 bis 1.000 Euro pro Monat verdienen zu können. Und vor allen Dingen möchte ich euch auch die Zahlen zeigen, die beweisen, dass genau solch ein Einkommen tatsächlich möglich ist. Falls ihr also auch Geld im Internet verdienen wollt und ihr wollt seriöse Methoden kennenlernen, mit denen man sich ein Nebeneinkommen aufbauen kann, also praktischen Zeithassel, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Fangen wir dann direkt mit der ersten Plattform an und diese Plattform hier nennt sich YouGov. Bei YouGov werdet ihr im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen erstaunlich gut für eure Meinung bezahlt. Ihr müsst zuallererst mal Folgendes tun. Ich habe euch einen Link dazu in die Videobeschreibung reingetan, klickt dort drauf, geht anschließend dann hier auf die linke Seite und hier steht nun Folgendes. Nämlich sagen Sie uns Ihre Meinung, verdienen Sie Geld, werden Sie gehört. Und natürlich, ich denke mal, euch interessiert vor allem dieser Part hier. Wenn ihr hier unten auf Starten draufklickt, dann werdet ihr weitergeleitet zur ersten Frage. Hier steht nun erstmal Willkommen bei YouGov und wir sehen hier unten unsere Punkte. Diese Punkte werden mit der Zeit natürlich mehr. Und diese Punkte können wir uns eintauschen lassen gegen echtes Geld. Und wir gehen jetzt hier runter auf die rechte Seite, klicken auf Weiter. Anschließend dann geben wir unser Geburtsjahr ein, zum Beispiel in meinem Falle 1997. Dann klicke ich hier unten auf Weiter und schon habe ich jetzt hier nicht mehr nur 10 Punkte, sondern jetzt auf einmal habe ich 20 Punkte. Und ich kann jetzt einfach hier so weitermachen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier bei Geschlecht sagen, ich bin Mensch. Klicken also wieder hier unten noch weiter und jetzt beobachtet mal die Punkte. Wir sehen jetzt schon wieder, zack, haben wieder 10 weitere Punkte bekommen. Jetzt kann ich hier meine Postleitzahl eingeben. Ich gebe jetzt mal hier irgendeine fiktive Postleitzahl ein und dann klickt man hier zum Beispiel unten wieder auf Weiter drauf und dann geht es auch schon wieder zum nächsten Schritt und wir kriegen jedes Mal dann wieder ein paar Punkte gutgeschrieben. Und am Anfang werden erstmal einige Fragen euch gestellt, das heißt so ganz grundlegende Fragen, damit da eingeschätzt werden kann, wer seid ihr eigentlich und seid ihr relevant für die Plattform. Und wenn ihr dann auf der Plattform seid, könnt ihr halt ständig an genau solchen Umfragen teilnehmen und könnt damit Geld verdienen. Ihr könnt gerne mal auch auf die Seite, die Hauptseite von YouGov gehen und könnt euch über YouGov informieren. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Plattform, einfach nur aus vollem Grund. Sie ist ziemlich einfach zu bedienen. Man wird im Gegensatz zu anderen Plattformen nicht so oft aus vielen Umfragen rausgeworfen. Ja, sowas kann tatsächlich auch passieren, wenn ihr einfach nicht zur Umfrage passt, beziehungsweise einfach nicht die richtige Zielgruppe seid. Das ist völlig normal bei diesen Plattformen. Und die Plattform zahlt im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen doch deutlich, deutlich mehr. Das ist auf jeden Fall die erste Plattform. Eine Plattform, die ich euch letztens schon mal gezeigt habe, ist diese hier namens Prime Opinion. Ich möchte euch mal die App aber von innen zeigen. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, also Prime Opinion ist einfach auch wieder eine Plattform, auf der ihr dafür bezahlt werdet, an kostenlosen Umfragen teilzunehmen. Übrigens, bei den Plattformen, die ich euch heute hier vorstelle, zumindest bei YouGov und bei Prime Opinion, ist es so, dass ihr halt nicht einen einzigen Cent jetzt irgendwie hier für einen Account ausgeben müsst. Keine Sorge, also da ist jetzt wirklich, da müsst ihr nicht anfangen, irgendwie zu überlegen, oh, muss ich jetzt hier erstmal irgendwie Geld einzahlen oder sowas? Nein, absolut nicht. Bei Prime Opinion und bei YouGov könnt ihr einfach direkt kostenlos loslegen und ihr könnt halt wirklich nichts verlieren, außer vielleicht ein bisschen Zeit. Das heißt, ihr steckt Zeit rein, kriegt anschließend dann dafür Geld. Und das Schöne bei Prime Opinion ist vor allen Dingen das Folgende, nämlich, dass wir hier mehr bekommen als auf vielen anderen Plattformen, nämlich YouGov und Prime Opinion sind so die beiden, die halt am meisten zahlen. Und hier gibt es sogar tatsächlich offizielle Statistiken von Prime Opinion und die sagen halt, okay, der durchschnittliche Nutzer verdient alleine gestern 10,46 Euro. Das heißt, der durchschnittliche Nutzer, wenn er jeden einzelnen Tag auf der Plattform arbeitet, verdient ungefähr, sagen wir mal, 300, 310, 320 Euro hier pro Monat. Und jeder von euch kann das Ganze auch. Das heißt, ihr müsst Folgendes machen. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, anschließend dann geht hier hin und geht zu Anmelden und Registrieren. Ihr könnt dann hier mit Google oder mit Facebook euren Account erstellen oder ihr gebt dann einfach hier eure E-Mail-Adresse ein. Sobald ihr das getan habt, werdet ihr direkt in die App weitergeleitet und dort könnt ihr dann Folgendes machen, nämlich ihr könnt an Umfragen teilnehmen. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir gehen hier auf Starte deine erste Umfrage und jetzt steht hier, teile deine Meinung. Deine Antworten sind völlig anonym. Das heißt hier Qualifizierung. Wir müssen natürlich erstmal zur Umfrage passen. Aufrichtigkeit. Wir müssen alle Fragen sorgfältig durchlesen. Und natürlich Datenschutz ist auch der Plattform ganz wichtig. Das heißt, alle von unseren Daten werden natürlich geschützt. Und dann klicken wir hier auf Umfrage starten und anschließend dann geht es direkt los und wir können dann hier in diesem Falle 18 Punkte verdienen. Deswegen legt am besten direkt los. Ein Link zur Plattform befindet sich in der Videobeschreibung drin. Dann die nächste Plattform habe ich euch sicherlich schon ein paar Mal gezeigt, die Plattform Naga. Viele von euch wissen, dass ich auf dieser Plattform hier aktiv als ein Trader bin und ihr könnt mir hier auf der Plattform folgen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Es handelt sich hierbei um eine Copy-Trading-Plattform, was in der Praxis bedeutet, dass ihr einfach nur die Trades von erfolgreichen Tradern kopiert. Das heißt, immer wenn die Gewinne erzielen, dann erzielt auch ihr Gewinne und das ist halt wirklich ein ziemlich simples Geschäftskonzept, das man übrigens auch aufbauen kann,
ohne ein Gewerbe zu haben. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einem Trader hier auf der Plattform folgen, könnt Geld verdienen, braucht dafür aber kein Gewerbe. Heißt natürlich aber dennoch, dass ihr die Einnahmen versteuern müsst, ganz, ganz wichtig. So, auf jeden Fall schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe euch auch dazu wieder einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Wenn ihr hier auf Nagel drauf geht, könnt ihr rechts oben auf erste Schritte drauf gehen. Sobald ihr das getan habt, werdet ihr hierhin weitergeleitet und hier könnt ihr dann euren Account anlegen. Sobald ihr halt hier eure Daten angegeben habt, seid ihr direkt in Nagel drin und hier könnt ihr, wenn ihr wollt, zum Beispiel einfach links oben nach Leon Chatari suchen, da werdet ihr direkt meinen Account hier finden. Und dann könnt ihr bei euch direkt hier unten den Autokopieren-Button anklicken und derzeit halte ich es für sinnvoll zu kopieren mit 100% und mindestens 500 Euro. Und hier schauen wir uns einfach mal am besten die Statistiken an. Bereits 49 von euch folgen mir und viele von euch haben sich jetzt schon ein richtig gutes passives Einkommen hier mit aufgebaut. Wie viel passives Einkommen, wenn ihr mich zum Beispiel zu 100% kopiert hättet seit Anfang an, dann hättet ihr 1.047,06 Dollar verdient. Ich habe auch derzeit gerade mal offene Trades 551 und ich habe jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier dieses Video aufnehme, habe ich jetzt 4 weitere Trades gesetzt, die gleich alle profitabel sein sollten. Und wenn ich jetzt hier nach unten gehe, seht ihr auch, dass ich bisher über 1 Million Euro verwaltet habe, dass ich vor allen Dingen auch Gewinne erzielt habe von 6.464,36 Dollar. Das sind die durchschnittlichen Gewinne für die Autokopierer, also praktisch für euch. Und ihr könnt halt hier euch auch noch mehr Gewinne aufbauen, wenn ihr wollt, indem ihr halt einen noch höheren Kopierprozentsatz nehmt. Zum Beispiel könnt ihr halt auch nicht nur mit 100% kopieren, sondern auch zum Beispiel mit 150 oder 200%, wenn ihr das wollt. Also einfach einmal auf den Link in der Videobeschreibung draufklicken, anschließend dann einen Account hier anlegen. Ihr müsst dann kurz einen Test machen, aber keine Sorge, wenn ihr auch da irgendwelche Fragen falsch habt, kann wie gesagt passieren. Ihr könnt dann halt vielleicht, wenn ihr viele Fragen falsch beantwortet, am Anfang noch nicht so viel Geld investieren, aber das ist auch vielleicht sogar ganz gut, wenn ihr da manche Fragen einfach noch nicht beantworten könnt. Und wenn ihr dann aber direkt in der Plattform drin seid, könnt ihr hier links oben nach Leon Chatari ohne Freizeichen suchen, dann findet ihr direkt mich hier, könnt wie gesagt die Trades kopieren und euch damit ein passives Einkommen aufbauen. Und dann noch eine weitere Plattform, die ich euch zeigen möchte, ist diese Plattform hier namens LivePoints. Bei LivePoints handelt es sich auch wieder um eine Plattform, auf der ihr mit Umfragen Geld verdienen könnt. Und ich hatte vor ein paar Tagen einen netten Kommentar unter einem von meinen YouTube-Videos erhalten und da meinte eine Person, dass sie mit LivePoints jeden einzelnen Tag 15 Euro bisher verdient hat. Und wenn die Person übrigens zuschaut, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du nochmal vielleicht einen Kommentar da lassen könntest, weil es ist immer besser, das aus eurem Munde zu hören, als aus meinem Munde zu hören. Auf jeden Fall könnt ihr hier auf der Plattform wieder eure E-Mail-Adresse einfach angeben, könnt auch hier ein Login machen mit Facebook, Google oder auch mit Apple, könnt dann an Umfragen teilnehmen, kriegt dann sogenannte LPs und diese LPs könnt ihr später gegen Prämien eintauschen. Das ist zum Beispiel halt auch echtes Geld. Also ihr könnt jetzt nicht nur irgendwelche Amazon Giftcards oder sowas bekommen, sondern nein, ihr könntet wirklich echtes Geld euch ausbezahlen lassen, zum Beispiel in Form von PayPal Guthaben. Und die letzte etwas kleine Plattform, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier namens NiceQuest. NiceQuest kommt aus dem Hause GFK. Ich denke, viele von euch kennen vielleicht GFK Scan. Das ist so eine App, mit der man halt Einkäufe zum Beispiel einscannen kann und davon wird man zahlt. Und die tatsächlich haben noch eine weitere Plattform und die nennt sich halt NiceQuest, auf der ihr auch Geld verdienen könnt mit eurer Meinung bzw. mit Umfragen. Und ich weiß, viele von euch sind nicht unbedingt so der große Fan von Umfragen, aber wenn ihr halt einfach nur ein paar hundert Euro nebenbei verdienen wollt, dann halte ich Umfragen für absolut essentiell und sinnvoll. Da müsst ihr nicht unbedingt gigantische Geschäftsmodelle aufbauen, sondern habt einfach etwas nebenbei, was ihr nutzen könnt, um Geld zu verdienen. Falls euch also genau solche Plattformen hier interessieren und ihr wollt mehr über diese Plattform erfahren, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Dort befinden sich nämlich Links zu allen von diesen Plattformen. Klickt am besten einfach mal auf die Links drauf, meldet euch auf den Plattformen an und falls ihr mich auf Naga kopieren wollt, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein, weil dort befindet sich ein Link zu Naga und hiermit könnt ihr euch dann auch nochmal ein passives Einkommen aufbauen. Gut, das war es dann tatsächlich heute schon wieder hier für dieses Video. Schaut wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung rein für die jeweiligen Links. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.